hier oben an den Grenzbefestigungen von Amptenstein, die heute die Außenwelt hermetisch von Amptenstein weghalten sollen, begann Hans Meyer seine Idee eines unabhängigen Fürstentums zu entwickeln. Was daherkam wie die Befreiung von der Welt, entpuppte sich schon bald als eine Art von Sektenfürstentum, eine Enklave, zugeschnitten auf einen einzigen Mann, der als Tourist kam und als Diktator von Amptenstein wieder ging. Heute ist Amptenstein eine Militärdiktatur. Entgegen der festen Versprechungen bei der Gründung des Fürstentums gab es sehr bald Bestrebungen, eine starke militärische Einheit aufzubauen, um die Aggressionen der Schweiz abwehren zu können. Man wusste ja nicht. Diese Militäreinheiten haben nach dem Weggang von Hans Meyer die Macht übernommen. Wie schade, alles fing so schön an. Es war schon bitter zu sehen, wie aus der ursprünglich guten Idee eines selbstständigen Amptenstein die politische Gemeinde wurde. Eigentlich eine Art von Diktatur, die Hans Meyer ins Leben rief. Hans Meyer übrigens lebt heute als Rentner in Ostdeutschland. Gut. Cool.